Hallo, hier die wirklich ultimative Möglichkeit, Mixamo-Videos zu nutzen und Root-Motion und auch Fußstapfen hinzuzufügen. Ich nehme von Terribilis Studio ein Tool, was wirklich, wirklich besser ist, als es in Unreal selber zu machen, weil es zum Beispiel auch entsprechende Knochen mit dazu macht, die für Root-Motion wichtig sind und die die Hand stark verbessern. Also, ihr geht auf die Webseite, schaut nach dem Mixamo Converter 2.4, der dann auch 60 FPS kann, der wie gesagt Root-Motion unterstützt und so weiter. Und ladet ihn einfach runter. Der muss nicht installiert werden. Das ist einfach nur ein Archiv, was ihr öffnet und irgendwohin extrahiert. Das hat einige Ordner, in dem dann zum Beispiel Mixamo-Templates drin sind und eben auch ein Exe-File, was ihr ausführt, um die Sachen dann einfach zu konvertieren. Ich zeige das direkt. Also ich packe das Ganze in ein Verzeichnis. Ich sehe dann in einem Verzeichnis die Möglichkeit, ein Mannequin hochzuladen zu Mixamo. Das habe ich jetzt hier getan. Und dann nehme ich dieses Mannequin und importiere entsprechend mein FBX-File. Also hier die Mannequin, hier sind im Folder. Ich habe jetzt Money genommen, sind noch ein paar andere dabei. Quinn ist auch dabei. Das heißt, den wirklich nehmen, Upload zu Mixamo bei den Upload Character und von da dann einfach diesen Charakter nehmen, um die Animation auf diesen in Mixamo zu retargeten. Wenn ihr die dann runterlädt, sind die tatsächlich direkt kompatibel mit dem Mannequin 5 Skelett. Das heißt, ihr müsst überhaupt nichts mehr machen. Und sie haben dann eben auch alle Sachen wie zusätzliche Knochen, Root Motion enabled und so weiter. Das ist alles schon im Prinzip drin und dann viel, viel einfacher zu nutzen, als wenn man das innerhalb von Unreal macht. So, ich habe den Charakter jetzt drin. Der hat jetzt hier eine Animation. Ich kann jetzt beliebige andere Animationen mir dort aussuchen. Wir tanzen jetzt irgendwas. Nehmen wir den hier. So sieht nett aus. Und den lade ich jetzt herunter. Ich mache jetzt einfach mal Frame 60, weil der kann das auch. Wobei der Standard in Unreal 30 ist. Und dann schaue ich, dass ich den innerhalb des extrahierten Folders, hier ist er, gibt es ein Verzeichnis, das nennt sich Incoming FBX. Und dort muss das Ganze rein. Also, sobald es fertig ist, dort reinkopieren. Diese beiden Dateien, die drin sind, diese libdll und mixamo2ui.exe, die auf keinen Fall löschen, die sind wichtig. Dann das Programm starten. Da geht ihr hier auf den Konverter. Enter the conversion process. Hier wird nochmal erklärt, wie das alles geht. Das ist gut. Er hat jetzt schon automatisch erkannt, dass da ein FBX-File drin ist. Ich könnte jetzt hier Custom Root Motion noch mit dazu machen. Ich lasse das so, wie es ist. Das heißt, er macht im Prinzip nur den entsprechenden Root-Knochen dazu. Ich setze hier aber keine weiteren Werte. Und dann kann ich auch das Ganze hier schon konvertieren. Und das landet dann in einem anderen Folder, nämlich in dem Folder, der hier blinkt. Das ist ein, seht ihr auch in dem entpackten Archiv, der Outgoing FBX. So, und der kann jetzt direkt reingezogen werden nach Unreal. Ihr könnt sofort sagen, das ist unser Mannequin 5 Skelett. Und hier seht ihr nochmal die Einstellungen. Mesh brauche ich eigentlich nicht. Ich mache es mal mit dazu. Und ja, das ist es schon. Einfach importieren und aufmachen. Ja, Sekunde noch. So, und da seht ihr die Animation. Das können wir löschen, das hier. Und die funktioniert wunderbar, wenn ihr vor allem auf die Hand- und Fingerhaltung kommt, die ist viel, viel, schaut, die ist viel, viel besser, als wenn ich das in Unreal 5 einfach retargete, einfach weil da auch Knochen gefehlt haben, die auch dazu gemacht werden. So, das heißt, auf dem Weg können wir auch ganze Packs oder sonst was mit dazu machen. Das arbeitet sehr, sehr, sehr sauber und ist für mich der einfachste, beste und qualitativ hochwertigste Weg, Mixamo-Animationen in Unreal reinzukriegen und sicherzustellen, dass sie mit dem Money oder Quinn-Skelett sofort laufen. Gut, das sieht gut aus. Jetzt fehlt im Prinzip noch eine andere Sache, nämlich die Frage, wie kann ich die Effekte, die Lyra standardmäßig aktiviert, mit dazu machen. So. Die Animationen in Lyra werden ja über diese Anim-Layers gesteuert. Das heißt, ich mache jetzt mal einfach einen von Money auf. Und da seht ihr diese Animationen, die dann im Prinzip dort hinzugefügt werden. Das sind ja mehrere Schichten von Animation Blueprints. Und hier in dem Anim-Layer kann ich sagen,
was ich nehmen will. Ich habe jetzt einfach mal, ich würde es gern den Jog-Forward austauschen mit einer Animation, die ich von Mixamo importiert habe. Das heißt, ich gehe jetzt hier zu dem Jog-Forward und nehme jetzt die Animation, die ich eingebracht habe. Jetzt habe ich diese Fehlermeldung. Ich kann das nicht referenzieren. Dazu gehe ich in die Project Settings rein und gehe dann runter nach Game, Asset Referencing Policy. Und da habe ich einen Weg zu sagen, dass auch noch andere Domains mit referenzt werden können. In unserem Fall wäre das zum Beispiel das Bastian-Plugin. Das würde ich hier auswählen und dann das Ganze schließen. Und jetzt erst habe ich die Erlaubnis quasi, um diese importierte Animation, die im Bastian-Verzeichnis ist, mit dazu zu machen. Und das funktioniert jetzt tatsächlich auch. So, jetzt lasse ich das mal laufen und werde vermutlich noch einen weiteren Fehler finden. So, läuft im Prinzip allerdings, ist irgendwie hier noch eine rote Meldung und wir haben offensichtlich nicht unseren Kratos, der hier normalerweise läuft, sondern diesen Standard-Dummy. Nochmal schließen. Und wenn ich mir die Fehlermeldung jetzt mal genauer angucke, dann steht hier, die Default Experience has failed to resolve into an Asset. Das heißt einfach, dass der den Pfad zu der Experience, die eben zum Beispiel Sachen wie den Kratos lädt, nicht gefunden hat. Was ich dazu machen muss, ich gehe auch wieder in die Projektsettings und schaue mir an, wo die Pfade eingestellt werden. Das ist im Asset Manager hier unten. Und da seht ihr, verschiedene Sachen haben verschiedene Pfade und zum Beispiel die Lyra Experience Definition, die wird aktuell nur und ausschließlich gesucht in dem Lyra-Verzeichnis selber. Und hier mache ich dann einfach unser Verzeichnis dazu, wo die Experience liegt. Das ist bei mir der Root-Folder in dem Plugin. So, kannst du nochmal starten. Mal hier clear, damit ich was sehe. Und tatsächlich, jetzt bin ich hier. Und wenn ich jetzt anfange zu laufen, würde ich ja erwarten, dass das Joggen, nach vorne Joggen, ersetzt wird. Und ihr seht tatsächlich, das wird ersetzt. Das sieht grauenhaft aus, weil es jetzt tatsächlich nicht richtig passt. Aber der Punkt ist, wenn ihr seht, in dem Moment, wenn ich in diesen Jog-Animation reingehe, dann verliere ich zum Beispiel die Fußstapfen, aber ich höre auch nichts mehr. Das heißt, diese Effekte, dieser Staubeffekt und ähnliches, der wird hier nicht genutzt. Und der wird nicht genutzt, weil mir ganz einfach die entsprechenden Notifier fehlen hier. Ich habe hier die Kurven, Left, Right, Context FX, FootSync, aber die will ich reinmachen. Dazu geht hier oben rechts in ein Menü rein. Das nennt sich Animation Data Modifier. Geht hier unter Windows, Animation Data Modifier. Und das Ganze ist ein Plugin, was standardmäßig enabled sein sollte. Das können wir auch noch ganz kurz gucken. Hier in Plugins rein. Einfach Animation Data. Und ihr seht, hier ist es tatsächlich vorhanden. Das heißt, dieses Plugin muss geladen sein bei euch. Dann habt ihr die Möglichkeit, dieses Window aufzumachen. Dann habt ihr die Möglichkeit, vordefinierte Modifier einfach dazuzuladen. Einer ist zum Beispiel die Distance. Wie weit läuft der Charakter einfach? Das ist eigentlich das für Root Motion wichtig. Dazu muss ich allerdings Root Motion auch enablen. Und ihr seht, das geht ja auch. Der läuft jetzt auf der Stelle. Jetzt apply ich das. Und dann seht ihr, diese Kurve, diese Distance-Kurve ist tatsächlich automatisch generiert worden. Und ich weiß jetzt, dass der etwa 180, 1,80 Meter läuft innerhalb eines einzigen Zyklons hier. So, die kann ich wieder wegmachen. Am besten lasse ich aber die Kurve drin, dass er die nicht aufräumt. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel diese Distance-Kurve drin. Was ich aber eigentlich haben will, waren ja Fußstapfen. Das heißt, hier habt ihr Footstep Effect Tag Modifier. Und da bekommt ihr diesen Anime-Effekt rein. Der Anime-Effekt ist wichtig, denn da wird ein Gameplay-Tag genutzt, auf den ein Mechanismus läuft, der eben diese Effekte dort generiert. Das andere ist dieser Sync-Marker, den könnt ihr auch dazu machen. Der sagt immer, wenn der Fuß unter dem Schwerpunkt hindurchgeht und der wird auch von Lyra tatsächlich aktiv genutzt. So, jetzt haben wir im Prinzip alles drin. Wir haben einmal diesen Anime-Effekt drin, wir haben den Sync-Marker drin und jetzt würde ich erwarten, dass hier tatsächlich schon Sachen funktionieren. Mal loslaufen. So, jetzt geht er wieder in diesen seltsamen Modus rein. Sieht ein bisschen seltsam aus. Aber ihr seht tatsächlich, man hört was und man sieht vor allem auch die Fußstapfen. Das heißt, diese Effekte sind jetzt mit diesen Markern entsprechend enabled worden und können genutzt werden. Und es ist halbautomatisch. Ihr müsst kurz in dieses Ding reingehen. So, wie funktioniert es im Prinzip, wenn ihr auf diesen Anime-Effekt geht? Dann seht ihr, dass ihr hier tatsächlich einen Gameplay-Tag habt, den ihr editieren könnt unter Anime-Effekt Footstep. Land ist das hier, sagen wir mal, Walk macht eigentlich mehr Sinn. Und hier stelle ich das dann tatsächlich ein. Wenn ich mir die Referenzen angucke, dann sehen wir erstmal, dass der von sehr, sehr, sehr vielen Animationen genutzt wird. Gehe ich mal ganz, ganz, ganz runter. Da sollte ich dann sehen, wo diese Effekte verteilt werden. In dieser Lyra Context Effect Library.
Und wenn ich deeditiere, dann habe ich für die Fußstapfen ganz verschiedene Effekte für verschiedene Materialien, die ich setzen kann. Das heißt, eure Landscape zum Beispiel bekommt ein Material zugewiesen, zum Beispiel Surface Type ist hier Concrete, euer Glas oder einfach ein Default, das ist der, den wir standardmäßig haben. Und dann entsprechend zeigt er auf diesen Anim-Effekt und der lauscht quasi diesem Anim-Effekt, immer wenn der getriggert wird von einer Animation, dann passiert etwas, nämlich ein Effekt. Wenn ihr hier unter die Effekte, gehen wir hier einfach mal rein, seht ihr tatsächlich, hier wird einfach ein Sound abgespielt in der Sekunde, wenn irgendwas diesen Footstep Walk triggert. Das kann Animation Notifier sein, das kann man eigentlich alles sein. Gut, jetzt haben wir also wirklich den letzten definitiven Weg gefunden, wie wir Mixamo-Animationen nach Lyra importieren und wie wir sie nutzen, eben auch mit Fußstapfen und Effekten. Dankeschön.